Heyho, es geht weiter mit Let's Play Lufia Ahnenhöhle. Ich musste mich total zusammenreißen, nicht hier wild rumzurennen, weil sonst der Drache vielleicht kommt. Deswegen gehen wir einfach mal ganz schnell auf die nächste Ebene. Ebene 96. Beim letzten Mal hatten wir einen riesigen Monsterraum und haben es irgendwie geschafft, uns durchzukämpfen. Und ich bin echt froh, dass ich immer ganz, ganz viel trainiert habe, um genau solche Situationen zu überstehen. Yay! Und dieses Mal werden wir vielleicht das Ende finden. Man weiß es nicht. Hier ist nichts außer einem Drachen. Okay, ciao Drache. Was haben wir denn hier noch alles? Huch, die Treppe. Okay, und tschüss. Ebene 97. Oh yeah, Leute. Das Ende ist in greifbarer Nähe. Wow. Okay. Eine Kiste mit einem Heiltrank. Es wäre ja voll cool, wenn wir jetzt irgendwie noch die Wunderfrucht für Fumi finden würden. Langsam habe ich es aufgegeben. Komasalbe. Yay. Eine Waffe für Lexis. Danke, Spiel, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass dieser wundervolle Kara existiert. Speedy-Saft. Der macht schneller. Huch, was habe ich getan? Oh, ist unsere Tasche voll? Moment. Schauen wir mal. Unsere Tasche ist voll. Okay. Gut, werfen wir auch irgendwelche Sachen weg. Zum Beispiel die Robe oder die Laborküste. Bla bla bla. Und zwei Robe und die Laborkittel sowieso. Und wo sind die Lexis-Waffen? Weg mit den Lexis-Waffen. Und die Riesenaxt kann weg. Und der Dolch kann weg. Und das Dicker-Schwert kann weg. Und das Langmesser kann weg und der Ego-Schrauber kann weg und das Messer kann weg und sollte eigentlich reichen jetzt. Speedy-Saft. Okay, danke. Gut. Gut zu wissen, was bei der Tasche voll ist. Sortieren und benutzen. Speedy-Saft. Geil. Wer sonst? Natürlich der langsamste und stärkste im Team. Okay. So, jetzt hätte ich voll gerne eine Treppe. Treppe oder eine Wunderfrucht, die ich nicht bekomme. Weil sie das Spiel so denkt, nö, bekommst du nicht. Hier sind alle Türen offen. War ich hier schon überall? Ich bin verwirrt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ah, hier komme ich her. Okay. Ich erinnere mich wieder. Hier ist nichts. Cool. Yeah, wir haben das Nichts gefunden. Kiste mit Kraftwasser. Treppe? Nope. Okay. Tür. Treppe. Okay. Und? Ebene 98. Stehst du auf der Treppe? Nein, tust du nicht. Okay. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Ebene 99 das Ende ist quasi oder Ebene 100. Ich werde nervös. Oh, wow. Das Ende ist in greifbarer Nähe. Wird das schaffen? Ob wir das schaffen? Federweste. Yay. Wir gehen da runter, oder? Ende der Ahnenhöhle? Ende der Ahnenhöhle und mein Telefon klingelt. Ach. So, nachdem dieser absolut epische Moment jetzt durch mein Telefon zerstört wurde, stellen wir uns gleich unserem letzten Herausforderer. Allerdings habe ich mich mal informiert, was den angeht und weiß, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir besiegen ihn, was wir glaube ich nicht schaffen, weil wir zu schwach sind, oder wir besiegen uns selbst. Weswegen ich jetzt uns die... Kann ich die Rüstung einfach ablegen? Das geht doch irgendwie, oder? Ablegen, genau. Ablegen, ablegen, ablegen. Yay. Ablegen, 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 ablegen. Ablegen. So. Wir gehen jetzt nur mit Waffen dahin und kriegen uns dann hoffentlich selbst kaputt. Yay! Nie hätte ich gedacht, dass jemand den Gefahren trotzen würde und bis zu mir vordringen würde. Gib dich geschlagen, du blütiges Geschwür aus den Tiefen des Hades. Wow, Maxim. Du Narr, ich bin der stärkste und älteste aller Blobs. Ich herrsche über diese Höhle. Ich bin dein letzter Herausforderer in dieser Höhle. Deine schwerste Prüfung, dein Ende. Kämpfen! So sei es denn. Auf in den Kampf, erbärmlicher Sterblicher.
Okay, wir kämpfen gegen den Meister. Der Meister Blob. Oh yeah. Und der hat, glaube ich, 10.000 KP und man darf nur 3 Runden lang gegen ihn kämpfen. Das heißt, entweder man muss ihn zuerst besiegen oder man besiegt sich selbst erst. So, ich würde sagen, geil, du greifst dich mal selbst an Atea. Du erhöhst mal unseren Angriff und Selan, du greifst dich an und Maxim, du greifst auch dich an und dann schauen wir mal, wie viel Schaden für euch selbst so macht. Ich hoffe, ihr könnt euch selbst angreifen. Muss ja eigentlich. Sonst geht das ja alles nicht. Okay. Angriff erhöht. Yay. Selan, hau dich mal. Okay, 160. Maxim, hau dich mal. 147. Gut, Guy, hau dich mal. Oh, wow. Okay, Guy. Das war zu erwarten. Gut. Guy, haut dann mal Atea, weil er noch zu viel hat. Atea, du haust dich mal selbst und Selan, du haust dich selbst und Maxim, du haust dich auch wieder selbst. So. Und er heilt uns nochmal. Das gefällt mir nicht so ganz. Atea, okay. Selan, okay. Maxim, okay. Guy sollte jetzt Atea töten, ja. So, jetzt müsste ich es eigentlich schaffen, mich selbst zu töten in der letzten Runde. Guy, du haust dich selbst und Selan, du haust dich selbst und Maxim, du haust dich selbst. Ich hoffe, er heilt mich nicht nochmal. Nein, gut. Selan, jawohl. Maxim, jawohl. Guy, jawohl. Vernichten den Niederlage. Aber ich glaube, es ist gut so. Ich muss gestehen, du bist ein wahrer Krieger. Deine Kraft ist einzig. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, ob das ein Bug ist oder ob das so geplant war. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich geehrt, mich mit jemandem wie dir messen zu dürfen. Bevor ich gehe, möchte ich dir dies überreichen. Schlüssel zur Ahnenhöhle erhalten. Yay! Leb wohl. Was bringt mir dieser Schlüssel? Okay. Ich habe einen Schlüssel bekommen und meine gesamte Party ist tot. Interessant. Schlüssel zur Ahnenhöhle. Schlüssel zur Ahnenhöhle? Schlüssel zur Ahnenhöhle? Ist der hier irgendwo drin oder? Oder nicht? Oder doch? Terrorball, Schrei, guck mal bei. Superwummel, Anschwert? Nee. Schlüssel zur Ahnenhöhle? Ja. Nein, ich sehe ihn nicht. Okay. Cool. Wir haben es geschafft. Kommen wir hier irgendwie wieder raus? Kann ich mich jetzt wiederbeleben? Sollte ich mich jetzt wiederbeleben? Ich tue es, glaube ich, einfach mal, oder? Wo ist unser Wiederbeleber? Heiltrank. Heiltrank. Stell Kampfkraft wieder her, ja. Okay. So. Jetzt leben wir wieder. Und kommen wir jetzt hier raus oder so? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Ahnung. Eigentlich müsste es auch irgendwie gehen. Ah, mit der Gotteshand, natürlich. Gotteshand, wo bist du? Bring mich hier raus. Yay. Yay. Lass mich hier durch. Oh, du bist schon zurück. Hier sind deine Sachen. Ich habe gut darauf aufgepasst. Du kannst dann hoch erhobenen Hauptes in die Stadt zurückkehren. Yay. Wir haben unsere Sachen wieder. Wir waren echt Level 80 rum. Cool. Yay. Warum hast du keine Waffe? Geil. Nimm sofort dein Blutschwert in die Hand. So. Und die anderen Atheas Bogen. Zirkon, rote Ehrenschwert. Eigentlich können wir die coolen Sachen behalten. Das Lichtschwert. Genau. Maxim, hat für dich auch irgendwas Cooles Neues jetzt? Das Hitzeschwert? Ja, das Hitzeschwert. Yay! Wir haben es geschafft, Leute! Wir haben es geschafft! Wir haben die Anhöhle geschafft! Yay! Und wir gucken uns jetzt nochmal Fumis Entwicklung an. Einfach, weil wir sie hier haben. Yay! Fumi! Oh! Schade, dass du in der Anhöhle nie so groß geworden bist. Keine Wunderfrucht für uns. Aber wir haben die Ahnenhöhle geschafft. Wir haben die Ahnenhöhle geschafft. Das bedeutet, jetzt ist dieses Let's Play zu Ende. Moment mal. Schlüssel benutzt. Oh, jetzt kommen wir hier rein. Lichtjuwel gefunden. Okay, doch noch nicht zu Ende. Wir plündern noch Schatzkisten. Glanzhelm gefunden. Yay. Und Drachenring gefunden. Das müssen wir uns jetzt noch angucken. So, das war voll der krasse Helm. Glanzhelm. Oh, ein Helm, der glitzert und funkelt. Lichtsalto. Die Lichtattacken des Gegners werden reflektiert. Naja, das ist nicht so pralle, aber okay. Und was war's noch? Irgendein Juwel, ne? Irgendein Juwel? Juwel? Juwel?
Goldauge? Nein, irgendein anderes Juwel war es. Lichtjuwel war es, glaube ich. Lichtjuwel! Alle Gegner werden von einem Blitz getroffen. Woo! Oder? Das ist noch cooler. Und das letzte war vermutlich das, was hier ganz unten ist. Ja. Der Drachenring. Genau, der Drachenring. Der Drachenring. Er will den Drachenring. Geil, willst du einen Drachenring? Vermutlich nicht, weil du einen Raketenring hast. Drachenring. Selan will den Drachenring. Hilfreich gegen Drachen und Echsen. Das hätten wir mal in der Höhle gebraucht. Der Wasserzauber. Okay, den bekommt Selan. Yay, cool, neue Ausrüstung. Jetzt können wir voll krass alles besiegen, wenn wir irgendwann mal wieder Lufia spielen. Ich wusste nicht, warum wir wieder Lufia spielen sollten, weil eigentlich haben wir jetzt so ziemlich alles gesehen. Man könnte nochmal die Dracheneier sammeln und gegen den Eierdrachen kämpfen, aber ich glaube, ich habe erstmal genug von Lufia. Ein wirklich schönes Spiel. Die Ahnenhöhle ist eine coole Idee, aber doch ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn ich bedenke, dass da drin überhaupt keine Speicherpunkte gibt. Das ist wirklich, wirklich ziemlich blöd. Naja, wie auch immer. Wir haben es geschafft. Das war Let's Play Lufia. Das war Let's Play Lufia Ahnenhöhle. Und ja, mein Feedback zum Spiel habe ich ja schon in den Credits abgegeben. Das war, glaube ich, Part 102 oder so. Und jetzt haben wir nochmal gut 30 Parts Ahnenhöhle gemacht. Und es geht dann demnächst weiter mit einem neuen Projekt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es nächste Woche gleich weitergeht oder erst in 2 Wochen. Ist momentan ein bisschen stressig bei mir, aber es ist auf jeden Fall das nächste Projekt schon in Planung. Ich habe auch schon Thumbnails fertig und den Hintergrundrahmen fertig. Ich habe die Gegnerinfos schon geschrieben, also die Vorbereitungen sind alle schon getroffen. Ich brauche nur noch Zeit, um aufzunehmen und dann gibt es hier bald ein neues Spiel. Was es ist, verrate ich noch nicht, aber es ist auch so ein RPG-mäßiges, Action-RPG-mäßiges irgendwas. Ja, so in die Richtung. Und es ist auch ein altes Spiel. Und jetzt geht's gar nicht mehr so viel aus, was alles sein könnte. Aber naja, ihr werdet es bald sehen. In 1 oder 2 Wochen. Mal schauen. So, das war Lufia. Der letzte Part von Lufia. Ich kann es nicht glauben, das Projekt ist vorbei. Es ging so ewig lang, jetzt ist es zu Ende. Und ich bin jetzt einfach still und beende es hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Also dann, ciao, ciao.